So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Generation Zero. Und ich habe mich noch entschieden, doch eine Runde mit euch zu machen. In der letzten Folge sind wir durch den Mörderbunker durchgelaufen. Ja, Mörderbunker, so schlimm war der nun auch nicht. Aber es gab da jede Menge Sachen zu entdecken, unter anderem auch eine Panzerfaust. Und es ist schon geil, dass wir jetzt so etwas haben. Jetzt gehen wir aber zur ersten richtigen Burg, zur echten Burg, nicht der Bunkerburg, sondern zur echten Burg. Und gucken wir uns mal ein bisschen an, wie der Junge hier tanzt. Das macht, der hat richtig Spaß dabei, ne? Ne? Auch wenn man in solcher Welt leben muss, kann man auch Spaß am Leben haben. So, dann lass uns mal kurz gucken. Wo müssen wir jetzt ganz genau hin? Karte. Markieren wir uns das noch an, Mann. Das ist am Arsch der Welt. Wir haben einen richtig, richtig langen Weg vor uns, Freunde. Megapunkt setzen. Das Gute daran ist, wir sind in der Nähe eines anderen Stützpunkts. Und, deswegen können wir da auch wunderbar speichern. Mehrere Stützpunkte sind unterwegs. Aber auch diese Antennen, die wir mal kaputt machen müssen. Okay, dann los geht's. Es wäre ja schön, wenn alles, was tot gemacht worden ist, tot bleibt. Oder verrostet eben halt. Langsam. Hören die Antenne schon? Ist das die beim Jet? Das ist ein Lager. Oh, ist das interessant. Meine Fresse geht. Die arbeiten sich über Wege, ist unfassbar manchmal. Willst du mich verarschen? Ich hab doch voll den... Ich versteh's manchmal nicht. Ich treff den doch total. Was? Ach, hör doch auf, ich hab doch... Ich hab keine Medikamente mehr ausgerüstet. Das ist erschrecklich. Was willst du Ergänzung erfahren? Du sollst auf das Medikamentenbumsen rauf. Am Platz zu weisen, genau. Hopp. Bist du bescheuert? Wieso treffe ich den nicht? Hä? Bist du voll doof? Ich treffe den nicht. Dabei voll Fadenkreuz drauf gehabt. Sind die so so ungenau, die Waffen, oder was? Da ist schon wieder.
So, drei Stücke hat mich beinahe kalt gemacht. Das ist unfassbar. Aber ich drehe den Spieß einfach mal um. Ich mach die einfach mal kalt. Ups, nimm mit. Ach, so. Irgendwo ist hier noch einer. Hä? Bei dem Volvo? Waren wir davon schon mal? Nee. Ja, Volvo. Hahaha. Ha, ha. Gehen die nicht kaputt? Ich hätte es schön gefunden, wenn die kaputt gegangen wären. Warte mal. Ja? Ich drück diesen Knopf. Okay, das Spiel schmiert. Ist es ernsthaft jetzt als Rucksack? Och, komm schon. Ja. Ja, nimm mit. Na, dann machen wir mal den hier. Achso, muss man runtergehen. So, hops. So, speichern. Okay. Offensichtlich gehen die gerne mal kaputt. Gut, dann müssen wir uns einfach nur Gastanks mitnehmen und dann müssen wir die einfach weiter kaputt schießen. Ah, Munition wäre geil. Oder eben halt Erste-Hilfe-Sachen. Na ja, toll, immer diese scheiß Fackeln, Alter, ehrlich. So. Aber da hätten wir ein Camp, da lass es mal hingehen. Das muck wir jetzt. Einfach mal so. Und vielleicht noch mal im Dorf nachgucken. Wenn wir schon auf dem Weg dahin sind. So, Vorsicht, haben Sie. Da ist einer. Zweiter da. Drei sind da. Kein. Der eine, der ignoriert mich komplett. Oh, der andere lebt noch. Vorsicht. Au, au, au. Was? Oh, von der Seite noch. Alter, hat er mich weggebumst. Na, nachladen. Moment, da kommt noch einer. Das kann doch nicht sein. Lauf! Hat er nicht gerade... Da. Platz zu weisen. Auf, ja, genau, auf den Platz. Es dauert alles echt zeitlupenmäßig. Wenn das mal Not ist, ne? Dann hat man hier echt Probleme. Okay.
Nun lad nach! Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Wie viele denn? Ich wollte hier Medis sammeln und nicht noch Medis verlieren. Die Musik, Alter. Super unnötig. Warte mal. Das war hier auf dem Feld, ne? Gehen wir mal weiter drauf zu. Mich verarschen, haben mich schon gesehen. Oh ja, haben sie. Alter Vater. Die Musik ist so unnötig einfach. Was soll diese Grundlaute als Musik? Okay, was ist das da unten? Kann ich vielleicht umlaufen? Die Rob. Wo kann denn der hier hinlaufen? Zum Lager. Das ist der Plan. Da wäre auch eine Farm hier vor. Wow. Okay, die Farm. Wir nehmen die Farm als erstes. Oh. Sehr schön. Ah, den nehmen wir. Es ist anstrengend, sich hier überhaupt irgendwie so einen Platz rauszusuchen. Der erwischt mich? Wie geht das? Aber ich erwische nicht. Voll nett. Arschloch.
Wow, hier hätte man eine Aussicht, ne, wenn hier was wäre. Geil. Witzigerweise höre ich auch welche. Damit, komm. Egal wie, die müssen so oder so weg, denn die Robis, die müssen weg. Da führt kein Weg dran vorbei. War jetzt nicht unbedingt sehr viel hier, ne, mit Medis. Ich habe mir da noch ein bisschen was anderes erhofft. Oh. Genau. Wo ist denn der? Die sind auch so getarnt mit dieser Umgebung hier einfach. Da habe ich mich gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber er hat mich gesehen. Schon mal gut. Jetzt sehe ich ihn noch. Ne, jetzt ist er weg. Die haben nicht mehr. Oh, das sind die, die mich durch den Wald gejagt haben. Ach du Scheiße. Sind sie. Die bewegen sich merkwürdig. Natürlich, die sind auch Roboter. Ich sehe die nicht, ne? Du? Wenn die sich nicht gerade bewegen, sehe ich die nicht. Muss unter der Veranda sein. Boah, Alter, die trampeln aber auch rum. Unglaublich. Wo sind die bloß? Ich krieg nicht erwischt, ne? So. Eben gerade hat sich einer ganz kurz gezeigt. Sie müssten doch zu zweit sein, nach meiner Rechnung, ne? Nur aufpassen, dass ich nicht runterrassel hier gleich. Boah. Er hat mich gesehen. Mann, in dem Moment, wo ich abdrücke, ne? Mann, in dem Moment, wo ich abdrücke, ne? Oh oh. Wo ist der hin? Die laufen und laufen und laufen. Ah, da. Guck mal.
Wie aufgezogene Viecher, dass das diese. Ein Ende für die Jäger. Die Physik ist total irre. Also das ist nicht normal. Wie die laufen, das kann ich. Das ist irre. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das ist. Die Bewegungen. Total unvorhersehbar einfach irgendwie, weil man visiert die an und in dem Moment, wo du drücken möchtest, dann hoppeln die irgendwie wie so ein Häschen. Oder wie aufgezogen, wie so eine Aufziehmaus. Rutschen die dann auf einmal über dem ganzen Boden längs. Das ist irre. Das hat uns echt viel Kraft gekostet. Was? Was war das? Aber wir haben unsere Jäger in eine Falle gelockt und haben sie erlegt. Also waren die Jäger, die gejagt. Ich wünschte, das wäre ein bisschen souveräner abgelaufen, aber ey, das hat gut geklappt. Mit ein bisschen Verletzung, ein bisschen Schmerz dabei, aber wir sind die Sieger. Okay, hier ist noch so eine Antenne irgendwo. Hört man direkt knirschen. Um die kümmern wir uns aber gleich. Warte mal, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir das eine Lager kalt machen. Weiß nicht, ob wir heute direkt hinkommen zu den Ruinen. Kalt machen, das Lager kalt machen. Nein, wir wollen es erkundschaften, also auskundschaften. Weiß nicht, ob wir hinkommen zu den Burgruinen da oben. Aber wir werden heute auf jeden Fall was erleben. Schon mal, es ist tags. Wann haben wir das schon mal, dass der Tag ist, ne? Was ich immer schade finde, dass YouTube immer die Qualität immer versaut, irgendwie, wenn ich die Videos für euch hochlade. Die sind dann unglaublich schlecht im Zustand, denn wenn die. Aber ich habe schon mal bei anderen YouTubern geguckt. Es ist auch so verwaschen aus, die daneben halt mit PC gedattelt haben. Ich glaube, das Spiel ist im Allgemeinen so ein bisschen verwaschen. Na, der hat aber viel dabei. Wenn so ein paar Medis dabei sind, ein paar mehr, dann hätte sich das echt gelohnt. Das hat sich aber irgendwie nicht gelohnt. Okay. Aber vielleicht ist es. Oh ja. Munition ohne Ende. Und was zu essen drin. Wenn es jetzt darum gehen würde, dass wir hier auch Essen finden müssen, dann hätten wir hier bestimmt einen wunderbaren Platz gefunden. Was ist das? Kaputtes Funkgerät. Was ist das? Was ist das denn? Das habe ich Inventar voll. Mit was haben wir denn unser Inventar voll? Mit Munition. Mit Munition, mit Munition. Und was ist das? Mit einer. Ah, okay. Aber wir haben so viele wichtige Sachen dabei, Alter. Wenn wir jetzt wenigstens einen Unterschlupf in der Nähe hätten oder so, ne? Weil was ist das? Das ist. Ach, wir wissen es nicht. Da könnten wir wenigstens mal diese Pistolenmunition ein paar weglagern. Das ist schon irre viel, wie viel wir haben an Munition, ne? Auf jeden Fall war das lohnenswert. So, wir hatten noch so ein Relais-Ding. Bumm. Dingens. Kirchen.
gehört irgendwo. Ach so, Momentchen, warte mal eben. Ich finde es das gut, dass wir eine Panzerfaustmunition haben tatsächlich. Falls es mal wieder so ein Jäger begegnet, schießen wir ihn direkt in den fetten Arsch rein. Aber die Frage ist, wo ist mein Midi? Ach da. So. Brauchen wir direkt alles gleich. Und weiter geht's. Da ist noch ein LKW. Wird sofort untersucht. Wow, wie viele. Ja, die Traktoren werden nichts haben für uns. Okay. Also meine Vermutung ist ja über das Spiel, dass der LKW leer ist. Dass die Russen angegriffen haben. Und die Maschinen vorbeigeschickt haben. Dass sie sich Schweden mit einvernehmen wollten. Okay. Oh, es darf nicht sein, ne? Leer. Mal leer. Scheiße. Aber wo knirscht das? Stranger Things Musik wieder. Vorsichtig. Hier, da hatten doch schon mal aufgeräumt, oder nicht? Na klar. Das sind die drei nebeneinander stehenden. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich glaube. Geil. Aber man sieht's. Es bleibt nicht tot. Was wir schon mal besiegt haben. Was ich so geil finde mit diesem Wolkenwechsel, wenn die Wolken über die Sonne ziehen. Verdammte Scheiße, wo war dieses Kackrelais, ey? Ich höre, dass die ganze Zeit knirschen. Flugzeug, ne?
Oha! Wer baut denn hier Autos hin? Ich finde es immer so dumm, dass du immer so lange brauchst zum Reagieren. Das Ganze alles hier. Die vergessen uns auch gleich schon wieder. Dann können wir unseren Weg weiter fortsetzen. Okay. Oder sie wissen ganz genau, wo wir sind, treffen uns tatsächlich auch noch durch das Auto. Alter! Wie können die sowas? Gehen wir hier hin, da kommen wir unseren Stützpunkt ein bisschen näher. Fakt ist eins, wir haben tatsächlich unsere Antenne gemacht. Alter, ist das ein Wetter draußen. Unsere Antenne gemacht. Und sind tatsächlich jetzt auf dem Weg Richtung unseren nächsten Zielort, wo wir uns dann tatsächlich da hinbewegen müssen. Zu dieser Burg, wo ich schon mal gewesen bin, habe ich euch schon mal erzählt. Sind alle Dinge schon wieder voll? Guck mal an. Wir sind jetzt hier in diesem Bunker drin, ne? Und tatsächlich ist der Bunker wieder voll mit Kreaturen. Wie scheiße. Das ist aber der kleine Bunker. Ach so, das ist der... Kommen wir jemals wieder raus? Egal, lieben Kinder. Das war's auf jeden Fall für heute. Es hat Spaß gemacht. Schaltet dann wieder rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde!